würde ich fast dazu tendieren, dass wir diesen Bereich hier nutzen. Dann müssten wir das große Umspannwerk ein bisschen umplatzieren. Dann packen wir es nämlich hier hin, das große Umspannwerk. Und platzieren dann das so hin. Und dann können wir nämlich das hier abreißen. Und das hier auch. Und dann bauen wir nämlich ein neues Hammond-Entwicklungslabor. Und zwar an die Stelle hier. Kleine Erhöhung hier nochmal rein. Jetzt gucken wir mal, wie es aussieht, wenn wir es glätten. Sieht schon wesentlich besser aus, ne? Ja. Das schaut auch soweit gut aus. Ein Weg soll natürlich das Gebäude auch noch bekommen. Und dann können wir auf jeden Fall... Achso, ja, stimmt. Wir müssen erstmal hier unten nochmal auch ein bisschen was abreißen. Also hier ein bisschen Wald entfernen. Müssen wir genau gucken, wie wir den Weg am besten weiterlaufen lassen. Wir haben hier noch ziemlich viel Platz, da könnten wir müssen wir mal gucken. Wir bräuchten, im Prinzip müssten wir das Hammond-Labor so einrichten, dass es in zwei Gehege ausliefern kann. Das heißt, wir bräuchten halt hier nochmal so zwei Tore. Das können wir aber nochmal irgendwann im Anschluss machen. Aber das hier würde sich ideal anbieten eigentlich für ein weiteres Gehege. Weil wenn hier der Weg lang geht, könnten wir halt von zwei Seiten ausbauen. Müssen wir mal schauen. Da werden wir bestimmt noch ein paar schöne Möglichkeiten und Wege finden. Einschienenbahn auch hier weiterlaufen lassen. Und hier vielleicht nochmal eine Station hinbauen. Das heißt, wir würden nämlich an der Stelle hier... mal gucken, hier eine neue Station bauen. Oh, vom Weg her sieht es sogar noch gut aus, fantastisch. Und dann sagen wir nämlich jetzt hier, wir reißen jetzt nämlich das hier ab und das hier. Und dann bearbeiten wir einmal die Schiene. Und ziehen die jetzt schon mal hier so entlang. Das war vielleicht ein bisschen optimistisch gebaut. Das Ganze. So, Schiene bearbeiten. Ziehen jetzt nämlich hier lang. Und dann ziehen wir jetzt das hier auch nochmal so mit rüber. Allerdings müssen wir natürlich dann hier... man kann... Mit der Entferntaste kann man den Abrissmodus einfach aufrufen. Sehr schön. Hätte man auch mal lesen können da unten die Hinweise. Unten links. So. Jetzt ist dann nämlich die Monorail-Station, die neue jetzt hier auch gebaut. Und wir haben es ein bisschen erweitert. Und eine neue Station zum Aussteigen erschafft. Oder erschaffen. So, dann gucken wir mal hier. Das wird auch nochmal ein bisschen... angeglichen kriegen. Das sieht jetzt aber ganz gut aus. Und jetzt brauchen wir natürlich noch den Weg, der jetzt hier weiterlaufen soll. Den lassen wir hier so einfach langlaufen. So, die Velociraptoren und die Dilos kriegen sich ständig in die Haare. Kein Problem. Lege weitere Aufgabe fest. Natürlich ein bisschen problematisch. Da müssen wir uns auch mal irgendwas einfallen lassen. Neues Gehege oder so. Hier in dem Gehege könnten wir... Ich meine, eigentlich könnten wir halt hier nochmal Fleischfresser uns holen. Um ehrlich zu sein.
Ich meine, so ein T-Rex oder so? Warum nicht? Ich meine, das wäre hier ein schöner Lebensraum für einen T-Rex. So rein theoretisch. Dann haben wir unter Umständen hier noch Möglichkeit, was hinzubauen. Also machen jetzt natürlich wieder hier nochmal eine Aussichtsplattform. Wieder mit rein. Gleiches gilt natürlich auch für den Turm hier. Ja, der passt natürlich jetzt gerade nicht. Ja, da müssen wir nochmal vielleicht nochmal ein bisschen nachjustieren. Ja, wir können natürlich auch so jetzt einfach hier hin platzieren, wo wir das Gehege überhaupt bauen. Ja, auch eine gute Maßnahme. Platzieren wir es nämlich hier direkt hin. Und ziehen jetzt das Gehege dann einfach nach. So. Das sieht doch besser aus. Dann brauchen wir natürlich gleich da noch Strom. Das sollte aber auch kein Problem sein. Schließen wir erstmal das hier an. Und das hier. Ja, dann würde ich sagen, brüten wir mal einen T-Rex aus. Da haben wir ihn. Soziale Gruppe 1 von 1, idealer Bestand 0 bis 15. Also ein T-Rex ist okay. Vielleicht kommt er mit den Raptoren aus. Dann könnten wir das Typein zusammenwürfeln, würde ich mal sagen. Da gucken wir, was wir beim T-Rex nochmal so haben. Wir brauchen eine hohe Bewertung für den T-Rex. 320 sehe ich hier gerade. Ja, 320 ist super. Verteidigung 367 hier. Ja, das passt auch. Beim Angriff 414 sehe ich hier gerade. Ja. Ja, so, je höher, desto besser beim T-Rex. 458. 461 hier sogar. Wie gesagt, wir gleichen das gleich aus mit der Lebensfähigkeit, indem wir einfach ein Brutstätten-Update reinpacken. 500 habe ich hier gerade. 507. So, da können wir nichts machen. Lebenserwartung 551. Ja, das lassen wir auch drin. Sozialverhalten. Ah, hier könnten wir nämlich noch die Gruppe machen. ...603... Einzelgänger. ...649... Ich meine, die Lebensfähigkeit ist jetzt... die ist jetzt ziemlich low, um ehrlich zu sein. Also, wir haben jetzt hier eine Lebensfähigkeit von minus 56%. Aber das versuchen wir jetzt auszugleichen, indem wir nämlich die Erfolgsrate 4.0 reinpacken. Also die DNA-Selektion erhöht die Dinosaurier-Lebensfähigkeit in aufgewerteten Hammond-Entwicklungslaboren um 40%. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich eine 120%igen Chance haben. Genau, aufgewertet 120%. Das heißt, wir brüten den einfach mal aus, jetzt hier den T-Rex. Das wird schon ein ziemlich heftiges Viech. Das wird ziemlich heftig. Oh, hier ist ein Dino ausgebrochen. Warum? Den sollten wir schnell mal betäuben. Kommt auf die Liste. Die Frage, warum er ausgebrochen ist, um ehrlich zu sein. Fehlender Wald. Oh, ja, okay. Wenn ihm Wald fehlt, dann sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen nachbessern hier, ne? Dann packen wir einfach hier oben ein bisschen Wald rein. Daran soll es ja nicht scheitern. Wo ist denn der zweite davon? Der auch schon gerade am Ausbrechen? Ne, der bricht noch nicht aus, aber der fehlt auch noch Wald. Dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal ein bisschen Wald hin. Reicht dir das jetzt vielleicht? Immer noch nicht. Shit.
Dann werde ich das Gehege nochmal einen kleinen Tick erweitern. Also an der Stelle hier hinten. So nehme ich. Und dann nehmen wir das hier einfach raus hier hinten und packen dort nochmal ein wenig Wald hinzu. In der Hoffnung, dass es dann reicht. Ist jetzt natürlich nicht einsehbar. Wir müssen natürlich erstmal gucken. Außerdem haben wir gerade nochmal Sturm. Das heißt, wir bräuchten nochmal einen Schutzraum. Und wir schicken nochmal ein paar Ranger-Teams los, um hier so ein paar Sachen zu reparieren. Hoffen wir mal, dass der T-Rex durchkommt. Und der ist auch betäubt jetzt. Das heißt, den können wir jetzt auch wieder rüber transportieren. Dann hoffen wir, dass es dann reicht. Im Wald her, meine ich jetzt. Dass die jetzt hier genug Wald haben. Können wir die wieder rauslassen. Wir haben hier noch einen kranken Saurier. Den sollten wir dann vielleicht auch noch mal behandeln. Hier nochmal reparieren. Kraftwerk neu starten. Den Souvenirladen nochmal reparieren. Und dann... achso, warte mal. Ranger-Team. Da können wir nochmal das Planning nochmal ein bisschen besser machen. Die Treffsicherheit. Ne, wir machen einfach ein bisschen mehr Teamplanung erstmal. Mal gucken. Einfach ein bisschen mehr Aufgaben für die Ranger-Teams. Damit die mehr Sachen erledigen können. Zum Beispiel. Die werden geheilt hier. Der Zaun muss repariert werden. So. Gut, ich glaube, das sollte dann soweit auch passen. Ja, für den T-Rex. Der T-Rex braucht auf jeden Fall ein wenig Lebendfutter. Hier kriegt er auch noch was hin. Ich denke mal, Wasser wird er ja auf jeden Fall auch brauchen. Da wahrscheinlich keinen Weg dran vorbeiführen. Das kriegt er hier in dem Bereich einfach ein bisschen. Und ich denke mal, Wald wird er garantiert auch brauchen. Das packen wir ihn dann hier vorne einfach mal so hin. Und dann sollte das hoffentlich für den T-Rex ausreichend sein. Mal gucken. Wir lassen uns einfach mal überraschen, was gleich passiert. Ich meine, ist ja gleich fertig. 649er Bewertung ist halt schon... Boah, das ist halt schon Wahnsinn. Das ist schon echt nicht schlecht. Jetzt müssen wir gucken, ob irgendein Kraftwerk... hier. Das muss wieder neu gestartet werden, das Kraftwerk. Und dann können wir eigentlich beim großen Kraftwerk hier nochmal verbesserte Leistung. Machen wir gleich mal zweimal rein. Dann kriegt er aber auch nochmal Ausfallschutz 3. Und dann gucken wir einfach mal. Wir haben schon wieder keinen Strom hier. So, der T-Rex... Er ist ready. Lassen wir ihn frei. Uiuiui, das ist ein Monster. Sozialverhalten unbekannt? Nutzen Sie die Geborgenheitsgene oder schaffen Sie einen Dinosaurier, der nicht ruhig bleiben kann? Oh Gott, was habe ich jetzt gerade für eine Errungenschaft freigeschaltet? Ups. Der hat vielleicht ein bisschen viel Wald gerade noch. Beißen wir noch mal ein bisschen Wald ab. Okay,
hier immer noch ein bisschen viel Wald. Ja, ein bisschen Wald können wir auch wieder wegnehmen. So, mal gucken. Das sieht besser aus. Ihre sind fantastisch. Oh, danke. 1 Million war eben gekriegt. Da ist auch Futtersuche hier. Ja, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben mit den ganzen Genen, ne? Ich kann mal gucken, wir brauchen nämlich noch ein bisschen Graslandschaft. Ja, so langsam reißen wir einfach nochmal wieder ein bisschen. Oh, da machen wir ein bisschen Grasland dazu. Reißen nochmal wieder ein paar Bäume hier ab. Und dann. Ja, jetzt sieht es besser aus. Der ist halt aber super nervös. Also. Ja.